Wir kommen jetzt zu Dead Adam Hydra 3D oder Hydra 3D oder nennt, wie ihr es wollt. Nennt, wie ihr es wollt. Wir sind gerade live auf Twitch, 1.2. 7127, Link in der Beschreibung, kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal. Follow dort kostenlos, wie hier auf YouTube auch. Wir sind dreimal die Woche live, zumindest versuche ich das. Wir checken neue Musik ab, wir checken Tadel ab, wir checken alles ab, ne? Schreibt es einfach in den Chat, dann machen wir es auf jeden Fall. Wir reden über Musik, wir machen Musik, wir haben einfach Spaß. Es ist cool, kommt vorbei, kommt in die WhatsApp. Nein, Spaß, kommt nicht in die WhatsApp-Gruppe. 4 Minuten 53, Like kennst du, Digga, 8,8 Millionen Aufrufe, holy shit. Über 200.000 Likes, schon stramm, ohne Scheiß. Englisch, Hydra 3D. Okay, okay, tut mir leid. also über 200.000 Likes so generell, das ist schon stramm, ohne Witz. Dead Adam, Hydra 3D. Abfahrt. Erinnert mich irgendwie von der Optik her an Star Wars, ich weiß auch nicht. Es kommt gleich Darth Vader mit "Ich bin dein Vater" und so und dann... Also safe da, also Chat ganz kurz, Star Wars Vibes sind definitiv böse da. Hat blaue Haare oder was? Crazy. Ach, jeder hat eine andere Haarfarbe. Also Chat ganz kurz, ne? Auch für YouTube und so. Also für die Leute, die das auf YouTube sehen. Ist, glaube ich, das erste Mal, wo wirklich, wirklich krass Produktion... Also ich möchte da niemandem, also generell auch Tadel nichts unterstellen, so generell die Videos finde ich immer nice, gerade weil es sehr spontan alles aussieht und sehr real und ne, generell die Leute Spaß haben im Musikvideo, aber das ist so das erste Mal, wo ich denke, okay, die Leute, also das hat eine Weile gedauert so, ohne Scheiß. Tadel hat gefühlt schon jede Haarfarbe, ja, wahrscheinlich schon. Da sieht aber auch noch viel jünger aus, der Bursch. Gut, ist schon. Wann? Ja. Ein bisschen her. Das ist schon ein mega langes Intro, ohne Scheiß. Boah, das hat so Star Wars Vibes. Ich würde es aber trotzdem fühlen, wenn jetzt kommt ein kompletter Beat Change kommt so. Wenn sie jetzt losdüsen so mit Lichtgeschwindigkeit und jetzt kommt so ein kompletter Beat Change und die rasten so komplett, würde ich feiern eigentlich. Jetzt wird kurz mit dem Beat geflext, finde ich aber nice. Oh, wir haben gar nicht... Ah, Merryman hat es wahrscheinlich produziert, ne? Dead Adam war immer Merryman, Chat, oder? Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Merryman, glaube ich zumindest. Beat-technisch, da wird kompletter Film das Video, ohne Scheiß. Und ihr müsst euch überlegen... Oh, hier sieht er auf jeden Fall Merryman, okay. Auch mit den Face-Tats und sowas. Komplett anders, ne? Auch krass, was sowas ausmachen kann. Überkrass. Man muss auch überlegen, Bro, das ist 6 Jahre circa her. Und damals schon so ein Video auszupacken, crazy. Schöner Mann, muss man sagen. Safe. Oh, die auch wieder, guck mal, hart, auch so ein kleiner Vocoder-Effekt oder so drauf. Bös. Auch generell Stimmbearbeitung immer bei den
Dudes on Point eigentlich. Hallo Erde, wir landen jetzt. Wir waren so lange weg. Bin bereits fucking Adam aus dem Shuttle-Step für diese Nassierenbank gesetzt. Habe nicht umsonst das Hydra auf Japanisch mir auf die Hand. Also generell, ich glaube, ich habe mir auch schon oft überlegt, so tätowiere ich mich mal oder das war oft die Überlegung so. Ich hatte auch oft Motive so, die ich auch wirklich nice finde, so tätowiere ich mich jetzt oder nicht oder so. Aber ich glaube, wenn du da auch einmal anfängst, ist wie mit allem so, du kannst auch nicht mehr so aufhören so richtig. Ich weiß nicht. Ich finde auch teilweise bei manchen sieht es auch gar nicht so nice aus. Tattoos so generell, bei den anderen wiederum sieht es überkrass nice aus, so. Ich weiß nicht, ich bin da noch sehr unentschlossen. Noch immer nice, nice, nice. Noch immer die nicesten Vibes. So nice, dass es keiner begreift. So nice, dass es keiner begreift. Oh, böse, wie er reinkommt. Noch immer die nicesten Vibes. So nice, dass es keiner begreift. Wir droppen das heißeste Fire und geben keine Fucks. Boah, Digga, und geben keine Fucks. Bruder, er kommt auch mit. Also, obwohl ich jetzt den Beat schon wirklich 2 Minuten als Intro in den Ohren hatte, so, geht er jetzt nochmal ganz komplett anders ab. Und die Fingergang macht klack. Bruder, 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 was geht hier ab? Was ist das für, was, gerade mal ganz kurz, ne? Er float ist nice, aber Digga, da sind so auch irgendwelche Adlibs im Hintergrund. Dieses, ja, hört mal, hinter Tadels Stimme quasi. Und unser Level unerreichbar bleibt, denn die Heilung macht Training. Ja, ist aber nice. Immer von Geist und Zeit, ihre Niceigkeit noch immer weiter steigt. Und auf einmal kommen sie alle mit dem Cypher-Cypher. We already been on it. Wir sind schneller als das Licht, so wie Team Rocket. So wie Team Rocket, na, oh, Digga, ey. Pff, auch böses Ding so. Bin auch gespannt, wie Dizzy drauf kommt. Oder auch, aber fresher Haarschnitt hier, ohne Scheiß. Hat man das damals so getragen? Yo! Wow! Ey, der Song hat böse Energie. Von Anfang an ganz, ganz böse Energie. Viel zu lange weg von hier. Doch wir sind endlich wieder in der Atmosphäre. Und wir sind verändert, hat sich echt nicht viel. Ich dachte bis gerade eben, es wäre ein Standbild, aber da unten bewegt sich was. So viel ist es immer noch so wirklich hier. Live war der heftig, safe, Bruder, also die Jungs waren ja auch Rock am Ring, glaube ich, Chat, oder? Auch generell, die haben Rock am Ring, glaube ich, bös abgerissen. Doch wer sorgt für die Changes, wenn nicht wir, nice. Dieser Planet braucht uns und wir brauchen ihn. Dreht den Motherfucking Sound so laut wie nie. Stellt die Motherfucking Lasche auf. Man muss sagen, die Jungs haben da bös was ausgepackt. Rein videotechnisch, musikalisch auch, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn ich jetzt das Video mit allem anderen vergleiche, was ich bis jetzt von Tadel gehört habe, egal ob Baby Brain, Beast Boy, Dead Adam, egal was, Bruder, da haben die aber mal bös was ausgepackt. Bruder, auch der Einstieg ganz trocken. Einstieg ganz trocken einfach. Vom Geld auch. Ich will, also, guck mal, ich weiß es. Ich bin da auch wirklich sehr, sehr schlecht im Schätzen so, was Musikvideos generell kosten. Aber ich denke mal, die Jungs waren da gut dabei. Immer noch ist kaum einer so fresh, wie die Click Plus Friends. Yeah. Haben doch schon vor dem Jahr gezeigt, wie es geht. Haben alle da einfach geplant. Sie sind Kanye Fanboys, wir sind Dead fucking Adam. Wir sind dead fucking nice. Jedem Trend zu folgen, Zeug von nicht, custom talent. Nicht, was ihr angeht, ist ein Witz. Ich hab in dem Dunkeln, wir kommen mit dem Licht. Wir haben das, was fehlt, haben viel erlebt.
Bruder, auch soundbildtechnisch auch wieder. Also heute hatten wir alles durch soundbildtechnisch. Alles. Yo, Dicker, Dicker, Dicker. Holy shit. Also, ich habe immer noch ganz böse Star Wars Vibes, ohne Scheiß. Mir fehlt nur noch Darth Vader. Oder, wie heißt dieses Tier? Chewie? Von Han Solo, glaube ich schon, oder? Digga, Digga, böses Video. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Hydra 3D. Hydra 3D. Chewbacca, genau. My bad, tut mir leid. Ey, das war Dead Adam mit Hydra 3D. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Je nachdem, wann ihr Zeit findet, dieses Video zu schauen. Checkt auf jeden Fall die Links ab. Twitch ist kostenlos, wie schon gesagt. Wie auf YouTube hier auch. Ich wünsche euch was und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Habt Spaß.